Was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, ein Paket ist heute angekommen. Warte mal, wie stehst du da erstmal so? Gar nicht witzig. Kannst du jetzt mal bitte... Wie ihr seht, ist ein Paket angekommen. Es ist ein Paket angekommen. Ja, genau. Und das wollen wir gemeinsam mit euch aufmachen. Ja. Ihr fragt euch sicherlich schon, was sich hinter diesem oder in diesem Paket verbirgt. Nee, die fragen sich wahrscheinlich, wo Kane ist. Ach so, ja, das auch noch. Das ist wichtig. Kane befindet sich im Kindergarten. Sehr gut. Und? Deswegen haben wir auch die Zeit, das jetzt aufzumachen. Wir wollen nicht so viel reden, wir machen das einfach auf und dann zeigen wir euch, was wir bestellt haben. Ich glaube, das ist das Beste. Du musst jetzt machen, weil du brauchst mir viel zu lange. Zwei Stück, ne? Das sind zwei. Okay, Leute, so nebenbei, wir haben ein Kostüm bestellt. Ein Hundekostüm. Und wie ihr alle wisst, hatte ich ja... Boah, so stark bist du. So, Leute, wie ihr wisst, hatte ich ja einen Hundemasken-Prank an Caden gemacht, ne? Ja. Aber das ist uns nicht gelungen, also mir ist es nicht gelungen. Als er wach wurde und gesehen hat, dass ich eine Hundemaske anhab, hat er so geguckt. War ihm egal. Das war ihm egal, genau. Und unser Halloween-Prank hat ebenfalls nicht geklappt. Genau, und dann haben wir in die Kommentare geguckt und ihr habt dann geschrieben, ja Ben, wie wäre es denn, wenn du mal ein Hundekostüm bestellst? Genau, wir sind quasi auf eure Empfehlungen eingegangen. Genau. Und haben komplettes Hundekostüm bestellt und wir sind mal gespannt, wie es aussieht. Ich wollte Caden damit pranken, weil wir haben zwei Stück bestellt, eins für mich und eins für Mama. Wir müssen erstmal gucken, welches für Mama ist und welches für Papa ist. Ja, perfekt. Ich glaube, das ist meins. Glaubst du? Ja. Ich mach das hier auch schnell auf. Ja. Zeig mal. Ich glaube, das war meins, oder? Weißt du noch, was deins war? Ja, meins war ja harmloser. Der Papa, der hat nämlich so ein, das war doch so ein Box, von diesem Boxer. Kein Pitbull. Oder Pitbull, genau. Leute, das Gute ist, dass Kate nicht da ist und nicht weiß, was ihn erwartet beim nächsten Prank. Ey, das hier ist deins, ne? Ja, setz das mal auf. Das ist ja richtig harmlos. Leute, wisst ihr, was ich vorhab? Aber dann müssen wir Daisy Schwester Bescheid sagen, ob sie mitmacht. Ich will, dass... Ich will, dass Daisy Schwester einmal mit Caden rausgeht, ne? Und auf einmal kommt Caden nach Hause und wir haben beide das Kostüm an und werden dann so hier rumlaufen, als wären wir Hunde. Auf allen vieren so. Ja. Auch lustig und dann stelle ich die Kamera auf und dann checken wir Cadens Reaktion, wie er darauf reagieren wird, weil der Junge hat unnormal Angst vor Hunde. Aber bis jetzt konnte ich ihn leider nicht erschrecken, ja? Deswegen bin ich gespannt. Ich glaube einfach auch, dass unser Junge nicht so doof ist und ja, uns das abnimmt. Das ist ein echter Hund. Aber ist. Wieso kriegt man gar keine... Hier hätten die so ein... So für den Mund oder ja, für den Mund oder irgendwie so, dass man atmen kann. Das ist ja so, als wenn man jetzt, wenn ihr auf dem Kissen liegt, so seitlich und auf einmal macht ihr so. Kriegt auch so schlecht Luft, ne? Warte mal. Okay, Leute, ey, cool. Wir würden mal sagen, wir probieren beide das Kostüm an, ja, okay. Und dann stellen wir uns hin und gucken, wie das ist, alles okay? Alles klar. Premiere für euch. So! Digga, das sieht ja voll kacke aus, Mann. Es geht noch gar nicht los. Gleich. 3, 2, 1! Who let the dogs up? Who let the dogs up? Ey, glaubst du, er wird Angst haben oder sieht das lächerlich aus? Wenn er so rumtanzen, wird er uns wieder ernst nehmen. Aber einmal, er kommt nach Hause und wir sind beide so. Das sieht schon ein bisschen echt aus. Ja? Was sagt ihr, Leute? Ihr müsst mal meine Pranks reinziehen. Da konnte ich ihn leider nicht pranken, weil mein Gesicht nur gedeckt war, aber er hat immer an meine Hautfarbe gesehen. Oh, das ist Papa. Aber jetzt, oh, das ist aber auch braun. Sogar mit Hände und so. Aber die ist weiß, ich glaube, wir müssen... Oh, die ist, spielt keine Rolle. Ich glaube, er wird nicht mehr erkennen, wer Mama und Papa ist. Ja, ehrlich. So, Leute, schreibt mir in die Kommentare, wie ihr das findet. Und ich freue mich schon drauf, wenn ich ihn pranke. Und, oh, das ist echt... Ja, das ist echt anstrengend. Who likes the dogs, huh? Okay, Leute. Und ich würde mal sagen, seid gespannt. Yeah. Und schaltet ein, wenn wir das durchziehen. Das wird ein Prank an Caden sein. Mama und Papa prank Caden mit einem Hundekostüm. Mit Hundekostüm. Ja, ne? Das wird, glaube ich, so heißen, unser Titel, ne? Ja. Oder vielleicht, oder vielleicht was anderes. Aber ich feiere das voll. Ja, doch, ist cool.
Oder machen Hunde nicht so? So. Wie machen die? Meine hat sogar noch die Zunge raus. Aufrecht. Wie machen die mit dem Fohlen immer so? Ja, so. Nicht dann so? Dann kratzen die sich so und hinterm Ohr und so und so. Sauna. Okay, Leute. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Und wir freuen uns drauf, Kay Fresh zu pranken. Was sagst du, Mama? Das wird witzig. Ja, ne, das wird richtig. Ich bin auf die Reaktion. Ja, ich auch. Glaubst du, er wird so sagen, so. Vielleicht macht er wieder so. Er wie boxt, er dich ne? geboxt hat, so. Genau, ihr müsst euch das auf jeden Fall reinziehen. Meine anderen Pranks an Caden. Und dann seht ihr einfach seine Reaktion. Und ich würde einfach mal sagen: Daumen hoch. Genau, Daumen hoch, Glocke aktivieren. Abonnieren. Abonnieren, sehr wichtig. Weil es kommt noch sehr, sehr viel auf euch zu, Leute. Wollen wir nicht so viel reden. Bis zum nächsten Mal. Bleib aktiv. Peace. Was geht ab? Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr seht, wir sind schon wieder umgezogen. Genau. Wir haben die Chance ergriffen, denn Caden ist heute mit der Tante unterwegs gewesen. Die müssten jetzt auch gleich kommen. Ich rufe sie gleich einmal an. Ja, ich bin gespannt, was soll ich dir sagen, ne? Ich hoffe, dass Caden diesmal mir unnormal in die Arme springt und so sagt, nachdem ich aber die Maske abgenommen habe. Ja, ne? Ja, weil davor, Leute, ich habe so viele Pranks gemacht, ne? Okay, was heißt viele? Ja doch, aber schon einige und die genau. haben leider immer nicht geklappt. Ja. Und deshalb sind wir ganz gespannt, wie es jetzt mit einem kompletten Kostüm ja, ausgeht sozusagen. Mhm. Wir haben ja hier auch richtige Masken. So. Also das ist meins oder ist deins? Ja, das ist meins. Okay. Dass wir komplett quasi ja, umgekleidet sind oder verkleidet sind. Und Leute fragen sich bestimmt, warum Hundekostüme? Es könnte auch was anderes sein. Ja genau. Die einen oder anderen, die ihn schon länger verfolgen, wissen, dass Caden ja dermaßen Angst vor Hunde hat. Oder vor Hunden hat. Der Papa hat ihn auch schon mal mit einem Hundewelpen geprankt. Da ist er durchgeweint. Das, genau, da hat er richtig geweint. Mit der Hundemaske, da war gar nichts. Da hat er mich nur gehauen. Ja, genau. Also, ihr müsst auf jeden Fall die Videos nochmal reinziehen, ja, das ist so lustig geworden. Und ja, genau, heute ist der Tag und ich bin unnormal aufgeregt, ne? Weil, stellt euch vor, Leute, wir erhoffen uns irgendwas. Wir denken so, oh ey, er hat nie Angst gezeigt. Und auf einmal kommen so zwei große Pitbulls, sagen wir mal, ne? Wo werden wir uns positionieren? Also ich denke mal, du gehst da rein. Genau. Und ich werde mich dann hier positionieren. Ja. Und wir werden dann alles mit der Tante absprechen. Genau. Also mit Daisys Schwester. Und dann, ja, sind wir mal gespannt, ne? Sind wir gespannt. Also ruf mal gleich deine Schwester an. Genau, ich ruf sie jetzt mal an. Was ihr noch wissen müsst, wir verhalten uns gleich wirklich wie Hunde. Das heißt, wir werden nicht reden, sondern wir werden bellen. Wuff, 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 wuff. Ey, wir sind verrückt, ey. Schreibt auf jeden Fall in die Kommentare, ob wir verrückt sind oder nicht. Und für diese Aktion eigentlich Daumen hoch und abonnieren, Glocke aktivieren, genau. Weil das ist echt, Leute. So, mal sehen, ob sie jetzt angeht. Crazy Eltern. Ehrlich, oder? Hallo? Hallo? Ja, also wir sind jetzt fertig. Der Schlüssel hängt vor der Tür. Du kannst quasi einfach reinkommen. Wo seid ihr denn gerade? Gleich vor der Tür. Ja, perfekt. Perfekt, also wir positionieren uns und dann... Okay, wie lange dauert das so ungefähr, sodass wir das so anpeilen können, so? 2-3 Minuten. Okay, perfekt. Okay, super. Alles klar. Wenn du kommst, musst du bitte auch die Lichter am Flur anmachen, ja? Ei, ei. Okay. Oder sollen wir alle Lichter ausmachen und dann macht sie komplett alles an? Ja, wir machen alles aus, auch im alles Wohnzimmer. Alles aus, auch im Wohnzimmer. Und die Kamera bleibt aber an. Okay. Ja, okay. Aber ich glaube, die Kamera muss dann erstmal so ein bisschen fokussieren. Das ist genauso wie eine Augenlinse. Kennst du, wenn du so zumachst und dann... egal. Ja, okay. Alles klar. Also der Schlüssel hängt, du musst nur reinkommen, ja? Wir positionieren uns schon mal. Alles klar. Okay, bis gleich. Ich freue mich auf seine Reaktion. Was sagst du? Nein, warte mal, was sagst du, Tante? Ja. Was sagst du? Wird er weinen oder wird er entspannt sein? Ich glaube nicht. Ich glaube, er wird schon Angst haben. Sagst du? Bin gespannt. Ey, ich hoffe, unser Prank ist nicht irgendwie... auf den. Wenn das wieder so ein Flop ist, ist ein bisschen ärgerlich. Ich hoffe, das ist kein Flop, aber ja. Wenn das Flop ist, unnötig. Alles klar, okay, bis gleich. Unnötig ja? bestellt, unnötig ciao. Und zum Affen gemacht. Okay, Leute. Das geht auch eigentlich voll, ne? Ja. Okay, Leute. Ey, man sieht mich fast gar nicht, ne? Egal, Mama, geh mal. Willst du die Tür zumachen und dann reinkommen? Hm? Willst du die Tür zumachen? Ich mach gleich eine Decke über meinen Kopf. Warte. Oh, die kommt. Warte. Aber wir sind echt wie Hunde, ne? Ich bin so gespannt, ne? Mama? Schön dich? Was denn, Schatz?
ausziehen. Was ist denn, Schatz? Komm, die Jacke ausziehen, da war doch gar nichts. Komm. Lass mal Schuhe und Jacke ausziehen. Geschwitzt, ne, weil das so. Okay, alles gut. Also, du hast Angst, ne, vor sowas. Wir haben dich jetzt einmal richtig geprankt, ne? Ich dachte, du haust so, aber einmal, als sie gekommen ist, hast du schon gehauen, ne? Also, it's a prank, baby! It's a prank! Er hat gar nicht geweint, sondern das war nur Schockzustand. Ja, guck mal, nicht mal Tränen hat er. Weißt du? Wir gucken gar nicht so. Es kam gar nicht dazu, ne? Kam gar nicht dazu. Okay, alles gut. Wie hat Mama gemacht? Du musstest lachen, ne? Komm mal her. Guck mal, wie er mich anguckt. Aber er weint gar nicht so richtig, ne? Guck mal. Nein, guck mal, er fängt schon an zu zittern. Guck mal, box noch. Guck jetzt. Du, ja. Du, wow, wow. Du, wow, wow. Oh, böser Wow, wow. Sag mal, piep, piep. Piep, piep. Piep, piep, Papa. Piep, du, du, du. Du, du. Wir dachten, du drehst durch, Kero. Er ist auch durchgedreht. Nein, ich dachte, er hat einfach mehr Angst vor dir. Weil die hat angefangen zu zittern. Ja? Hey, Kero. Komm, jetzt sag ich jetzt tschüss. Okay, okay, sag mal jetzt tschüss. Alles gut, Mann, das ist doch gar nichts los. Von hier. Papa, lass ausziehen. Papa, ein bisschen geschwitzt. Okay, ich würde sagen, ne, diesmal ist es uns gelungen. Ne? Was sagst du, Tante? Tante hat fast selber geweint, ne? Ja, sie hat fast mitgeweint. Mama auf. Mama auf. Mama auf. Mama auf. Machst du auf deinen Kopf? So. Lass mal. Du. Okay, komm. Okay, klar, willst du dich auch anziehen? Willst du auch anziehen? Willst du auch ein Wauwau sein? Mach mal auf deinen Kopf. Mach mal zu Papa. Wow. Aber er hat gar nicht, er hat gar keine Ahnung. Ich helfe dir, warte. Nicht. Warte. Geh mal zu Papa, sag Papa. Wow, wow, wow. Geh mal zu Papa. Hast du immer noch Angst davor? Hast du gar nichts losgemacht? Der Papa. Hä? Papa. Soll Papa ja anziehen? Soll ich anziehen? Ja. Ich bin Schauspieler. Hey, du gehst mir das nur. Ja, okay, ich zieh das nicht an. Cillian soll das an. Soll ich anziehen? Ja. Ja, zieh mal. Nein, die Papa, die.
der Papa Baba machen? Ja. Dann hier. Ja, warum? Denn? Lass uns Silvi auch einmal anziehen. Ich glaube, er findet es aber auch ein bisschen witzig. Ne? Komm, wir sagen Tschüss. Komm, machen Tschüss. Leute, er hat nicht mal einmal eine Träne geweint. Ne? Guck mal da rein, Kay, damit die das sehen. Du liest nur Drama, guck mal. Du auch einmal, Kay? Ken Baba! Leute, das ist uns gelungen, aber diesmal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr müsstet vielleicht auch etwas lachen. Ich dachte, er würde niemals durchdrehen oder so. Ich dachte, er haut dann so wieder so. Die Reaktion hatte ich auch nicht erwartet. Aber gut. Aber alles ist gut. Ne? Ihr braucht jetzt nicht irgendwie denken, wir haben ihn gequält oder sonstiges. Ne? Wir haben ja auch sofort uns abgekleidet sozusagen und deshalb. Ich glaube, er wird heute mit Tante mitgehen und bei Tante übernachten, weil er ist immer noch so im Kopf. Meine Eltern haben sich in Hunde verwandelt und ich hasse Hunde über alles. Cool. Tante ist jetzt alles für ihn. Wie machen wir das wieder gut? Okay, Bonbon, Spaß. Ja. Okay, Leute. Wie gesagt, immer dranbleiben, Daumen hoch, abonnieren, Glocke aktivieren. Genau. Und schreibt in die Kommentare. Vielleicht wollt ihr noch was anderes sehen. Das war unter anderem ja auch ein Vorschlag von euch. Sorry, Kayden. Deshalb haben wir es umgesetzt. Wir haben uns die Kostüme gekauft. Sorry. Das hat geklappt. Er nimmt meine Entschuldigung an. Sorry. Er nimmt unsere Entschuldigung an. Sorry, mein Schatz. Aber Prank ist jetzt einmal gelungen. Ja. Ja. Okay, sag's mal tschüss. Sag mal tschüss. Ich bin auch gläubig. Hä? Ja, komm, sag mal tschüss. Du kannst tschüss sagen. Sag, okay, diesmal war. Nein. Du musst jetzt Tschüss sagen. Bleib aktiv. Genau, und bis zum nächsten Mal. Kuss, Kiss, ne? Auf Faust. Eine Faust. Und check. Ja, dann zieh das doch an. Du sagst erstmal nein, dann sagst du ja. Wow. Okay, sehr gut. Zieh mal an. Und jetzt warte, dann kannst du auch was sehen. Ah, da bist du! Ja! Hallo! Wow, wow, wow! Oh, wow, 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 wow! Wow, wow! Wow, wow! Wow, wow. Nee! Hey, du hast doch so auch aufgesetzt. Ich verstehe das nicht. Du hast doch auch aufgehabt. Ist so viel. Okay, Digga, sag mir, ciao.